Super. Und was konnte ich da, Tim, wo bin ich da in der ganzen Sache? Ich weiß nicht, du würdest wahrscheinlich irgendwie getrennt. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. New Horizon, Lunar Colony. Das erinnert mich ganz leicht an Mass Effect mit den ganzen Kolonien. Wiedergabe, Ja, leicht. 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Und Jetzt mit geh der schon ran, Krankheit, aka Reaper? wie du Das willst. ist keine Krankheit. Nee, was Ich denn? rufe nur an, um dir zu sagen, Kommt alles noch. dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Ich glaube, wir. Du weißt ja gar nichts, fällt mir gerade auf. Ich habe das ganz kurz hiernach mal gespielt. Das ist genauso wie die Nein, 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 Solo-Kampagne. es geht um die Vorgeschichte. Nee, da weiß ich gar nichts. Das habe ich ja gesagt. Tim. Warte, was wird. Also ich habe die Solo-Kampagne irgendwie 2 Stunden lang gespielt oder so, aber mehr nicht. Nee, Quatsch, 1 Stunde oder so. Finger weg von mir! Antworten Sie! Die Solo-Kampagne und die Wer ist es? Koop-Kampagne ist das gleiche, das ist dir klar. Wer zum Henker sind Sie? Nee. Helfen Sie ihm hoch! Okay, ist aber so. Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen. Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben 2 zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich Ist fertig! das der Hauptcharakter Suchen Sie aus sich den 1 zu anderen für 2? Ihr Ja. Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Ellie. Wo ist sie? Was haben sie ihr angetan? Wo ist sie? Hilfe. Ach du heiliger. Ornithologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Ja, wir helfen ihnen schon. Okay. Okay. Ich glaube, ich spiele den Typen hinter dir. Kann das sein? Du spielst John Carver, ja? Hier. Also den mit Dann Rot. Los. Genau. Heißt es, wir sehen was Getrenntes oder was? Wie meinst du das? Das heißt, wen spiele ich denn jetzt? Ja, den hier. Genau. Wo bist denn du okay, jetzt? Okay, so benutze ich Medi. Oh, eine Toilette, wie schön. Ah, hier, Medipack aufnehmen, halten. Wie kann man denn das alles einsetzen? Nur mal so ganz blöd gefragt. Hier ist ein Textlog. Was meinst du jetzt, das Medipack? Alles. Audionachricht. Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer Earthrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen zahlen, wird das Apartment geräumt. Isaac scheint Probleme zu haben. Entschuldige, wie schließe ich das Inventar? Okay, ich sagte, ich hätte. Wie öffnet man das Inventar? Ich hab's auf I. Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Verlassen? Okay. Ich höre befremdliche Geräusche. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es wirklich für Gamepad ausgelegt. Ziemlich stark. Das mag durchaus sein. Was ist das hier? Medipack aufheben? Verriegelt. Oh, das scheint irgendein Monster zu sein. Ich komme dir mal hinterher, ganz unscheinbar. Moment, du kannst ja auf. Es gibt keinen Wegpunkt. Ich weiß, wohin wir müssen, zu dem Fahrstuhl da hinten. Nicht hier, hier steht öffnen. Ich kann hier durch. Du komm, warte mal, dann will ich wissen, was das hier ist. Verriegelt, okay. Moment, ich bin gleich bei dir. Ich bin hier mal und guck mich mal um. Hier kommen echt merkwürdige Geräusche aus den Türen. Hey. Hey. Wer zum Teufel sind Sie denn? Scouts letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon? Wie meinen Sie das? Das verstehen Sie daran nicht. Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht's auch hier aus. Auf dem Mond oder überhaupt? Niemand mehr? Ich weiß es auch nicht. Oh, ja. Los, los! Drücke ich. Wofür? Was? Hallo? Was? Nein, 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 nein. Wollen sie uns umbringen? Was wollen sie von uns? Sie sind hier unten! Du hast es gerade schon gesagt. Sie wollen uns umbringen. Isaac, Bewegung! Los! Dabei kenne ich die doch noch nicht mal. Das ist ihnen relativ egal.
die was bis was? Was ist das für ein blauer Punkt hier hinten? Helft wo? Ist im Hinter uns sind shit, auch. Wo? Oh, das bist du. Ja, ich weiß, die sind ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Also wo soll ich drauf zielen? Auf die Gegner. Ja, Extremitäten meinst du, ne? Nein, nein, nicht bei normalen Menschen. Oh, scheiße, eine Granate. Norton, das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe. Mieses Arsch. Kurze Randinfo, Unitologen, Unitology ist die Kirche, die quasi mit diesem ganzen Marker-Kram zusammenhängt. Tim, ich hab hier, glaube ich, irgendwas. Was ist das? Das ist eine Leiter. Oh. Ich habe auf den Boden geguckt und gedacht, dass es hochgeht, dass uns das hochzieht. Ich wäre jetzt noch ewig stehen geblieben. Sie haben früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Was ist das denn? Sie kommt erkennt? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher Corp-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Willst du mir vielleicht erklären, wofür das hier ist? Das ist eine Werkbank. Da kannst du scheinbar jetzt noch nicht deine Waffen eigens erstellen und so weiter. Ah. Wir müssen hier lang. Moment, ah, hier in diesen Dingern? Ja. Ja, genau. Sehr gut. So, jetzt. Ich lade mal nach. Was haben wir denn alles für Waffen? Einmal so einen komischen mit vielen Laserstrahlen und einmal eine mit mehr Schuss. Ich muss leider noch rausfinden, wie ich die Waffen wechsle. Oh oh. Können wir uns irgendwie hinter Ecken verstecken? Hier ist frei soweit, oder? Tim, ich könnte meine Steuerung ändern, sodass ich Knien auf C hätte. Würde dir was ausmachen? Wow, ich denke immer, du wärst was. Wie könnte das was ausmachen? Ja, wenn ich kurz mal auf Escape drücke. Ach so, nein, mach ruhig. Danke. Okay, Steuerung. Steuerung ändern. So, dann jetzt mal nach X suchen. Ach so, Stasekanone C, ja, okay. Aber nachladen machen wir da drauf. Und schießen machen wir. Ach, wo ist denn das? Ich finde. Ach, Waffen, okay. Grundlegende Steuerung. Ach, Quatsch, komm. Bestätigen, das reicht. Mach doch vielleicht auch mal die Untertitel an, wenn der Ton manchmal so laut ist. Wo? Ich hab nichts gemacht, tut mir leid. Ich habe auch nichts gemacht. Ich kann nichts machen, das geht von alleine weg. Weiter im Text. Scheiße. Der Freeway. Unbemannte Transporter, die halten für nichts an. Was ist mit unseren Stase-Einheiten? Wir können den Verkehr verlangsamen und dann rübergehen. Ach, hier habe ich ewig gebraucht. Ich habe das Gefühl, dass das schon geht, weil wenn ein Auto langsamer wird... Und... Ja, so wäre das... Ups. Aus der Welt geschaffen. Was war das denn jetzt? Ein Unfall. Stase bewirkt, dass sich etwas... dass etwas stehen bleibt, langsam. Oder? Ja, langsam, kann man. Ah. Oh, oh, Tim, auf mich wird gezielt. Und? Scheiße, die Gläser. Wo sind denn die? Unter. Wie weit fliegt denn der? Das passiert wirklich. Wo lang müssen wir? Du bist der Einzige, der öffnen kann. Warte, V war das. Nein, garantiert nicht. B. Doch, wir müssen da durch. Ich hab B gedrückt. Ich schaue mich trotzdem noch kurz um. Oh ja, das ist sehr nützlich. Schau dich hier hin. Warte. Wo sind denn die alle? Oh. Die okay, schau dich da hinten mal um. Wo hinten? Unten, oder? Nein, hinten über die Brücke rüber.
A hier und Medipack. Irgendwas war hier hinten drin. Das ist es. Kommen Sie. Wir müssen aufs Dach. Warte, I, was ist das? Was sind... Ah, ich habe Stasepacks bekommen. Gut. Glaube ich, sollte mich mal heilen. Wie heilt man sich denn? Bei mir auf 3 oder B oder was auch immer. Die Leiche flutscht hier um. Oh. Mein. Was? Das sieht jedes Mal schöner aus. Brüder und Schwestern. Und der ist ein Arschloch. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich zu. Der hat ein Loch im Hirn gehabt. Zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einst vertrauten, die Regierungen, denen wir einst. Norden, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Erdgaff? Denix sagt, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Es gibt eine Wie vom Propheten. Gut, den Fahrstuhl hoch. Ich guck hier gerade noch. Hier hinten ist noch eine Truhe oder sowas, glaube ich. Moment. Wo bist du? Nö, ist doch nur eine Pappbox. Dann auf. Das macht ganz schön Spaß, finde ich. Ja. Hier rein. Hast du einen Überblick über die Zeit? Nee, aber ich mach das immer danach zurechtschneiden. Oder machen wir jetzt eine Pause? Okay, dann verabschieden wir uns in diesem Fahrstuhl. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space 3.